Ich möchte Ihnen hier einen groben Überblick über die 5 Arbeitsschritte von DEFA Studio HD 3 geben. Auf der Seite Projekte sehen Sie schon, wie der Name sagt, alle von Ihnen angelegten Projekte und die darin befindlichen Aufnahmen. Auf der Seite Aufnahmen sehen Sie das jeweils geladene Projekt in der Zusammenstellung. Das heißt, hier haben Sie die Aufnahmen, die in diesem Projekt geladen sind. Sie können sich durch einfaches Anklicken dieser Aufnahmen bereits schon in dem Projekt frei bewegen. Das heißt, Sie wählen Ihre Aufnahme an, die Sie gerade bearbeiten möchten, klicken dann in der Zeitleiste einfach an die Stelle, wo Sie sich bewegen möchten, oder Sie ziehen einfach in der Zeitleiste entsprechend durch. Sie könnten auch gegebenenfalls hier Ihren Player direkt verwenden, um Ihre Aufnahme wiederzugeben. Sie haben auch die Möglichkeit, hier Screenshots direkt aus der Aufnahme zu machen, die in Ihrem Projekt verwendet werden, oder halt auch entsprechend Schnitte zu definieren oder halt auch gewählte Audioträger zu an- und abzuwählen. Auf der Seite Metadaten sehen Sie wiederum die gleichen Aufnahmen, halt nur jetzt auf die Daten von der Aufnahme begrenzt. Die Metadaten werden in der Regel von DEFA Studio HD 3 aus den einzelnen Informationen der Receiver direkt übernommen. Das heißt, Ihr Receiver hat die EPG-Daten aufgezeichnet und Studio HD 3 liest diese aus und stellt sie Ihnen auch hier in diesem Fenster dar. Sie könnten hier diese Texte ohne weiteres editieren oder auch entsprechend komplett neu erfassen. Auf der Seite Menüs haben Sie nun die Möglichkeit, für Ihre DVDs oder in dem Fall für den Disk-Export Menüs anzulegen. Die Menüs werden in der Regel über einen Menüassistenten angelegt, das heißt, Sie brauchen hier nicht großartig Hand anzulegen. Mit einem Klick ist im Endeffekt nun hier ein neues Menü angelegt. Auch hier können Sie sich zwischen diesen einzelnen Menüs direkt bewegen und gegebenenfalls noch Änderungen vornehmen. Auf der Seite Fertigstellen haben Sie die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Exportarten von DEFA Studio HD 3 zu wählen. Zum Beispiel der Geräteexport wäre jetzt entsprechend der Export, dass die Aufnahme auf einen Receiver wiederum zurückgeschrieben wird. M2TS wäre der Export, um beispielsweise die Aufnahme in Dateiform an irgendwelchen Media-Playern abzuspielen. Gleiches gilt für TS. Die SD-DVD wäre die normale Video-DVD, wie man sie auf dem normalen DVD-Player abspielen kann. In unserem Fall wäre hier allerdings die Weiterverarbeitung blockiert, weil unsere Aufnahme Südseezauber ist eine HD-Aufnahme und diese wäre auf einer normalen Video-DVD nicht erlaubt. Deswegen ist hier die Verarbeitung unterbrochen. Würden Sie eine HD-Disk erzeugen, wäre die Verarbeitung möglich, weil hier ist HD und SD auch in gemischter Form erlaubt. Hier bekämen Sie halt noch weitere Informationen für die Verbesserung an Ihrem Projekt und was Sie halt noch entsprechend neu einstellen können. Sie können sich jederzeit zwischen diesen einzelnen Seiten frei bewegen, können Aufnahmen hinzufügen, wegnehmen, Veränderungen vornehmen und somit Ihre DVD oder Ihre Datei frei nach Ihren Wünschen gestalten.